Herzlich willkommen zurück zu Wukong. Ich wollte jetzt noch einmal hier gucken, ob wir hier noch mal ein bisschen was reinsetzen können in die Verteidigung. Und die Skandas wollte ich abgeben. Okay, erstmal hier. Die Elixiere. Weil ich habe es mal überlegt gehabt, ihr hattet mir irgendwie geschrieben gehabt, dass wenn ich alle Skandas habe, kann man die irgendwo abgeben. Deshalb, mir fiel jetzt nur hier ein. Weil der uns eigentlich mal auffällt. Wir gucken mal. Die 5 Skandas sind über abstrakte Notions. Yet you have made them tangible. Might I be permitted to make something with them? Ach so, okay, ich dachte, ich muss was aussuchen. Pastille der 5 Skandas. Ich hoffe, man konnte sich auch ein geheimes Gebiet damit entdecken. Dann ist es jetzt so. Come to me anytime, if you need more pills. Eine Trophäe und Pastille der 5 Skandas. Was eine schwächere himmlische Medizin, die mehrere Attribute erhöht. Oh. Oh. Okay. Ich weiß nicht, was das unsere Werte hier vorher waren, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da hatte ich jetzt nicht so viel. Doch, bis hat sich was getan, aber nicht so viel, glaube ich. Ja, aber ich nehme alles, was ich kriegen kann. So, Medizin herstellen. Wir haben da nochmal, glaube ich, noch ein paar Punkte. Drei. Wir müssen noch dreimal hier drauf gehen. Ja, man kann das jederzeit wieder ändern. Also. Machen wir. Kriegen wir nochmal 15 Verteidigung. Nehme ich gerne. Ich gehe mit Absicht auf allgemeine Verteidigung, damit wir wirklich gegen alles gewappnet sind und nicht nur gegen Frost oder so. So ein bisschen allgemeingültiger. Okay. Das haben wir. Was ist das da oben? Ach so. Ja, okay. Mhm. Ich glaube, Lebenselixier will ich nochmal herstellen. Hast du noch irgendwas für mich? Cheers, cheers. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist alles bis ins Maximum rausgeholt. Ja. Ja, wenn. Ich glaube, um das hier auf Maximum zu bringen, darf man hier gar nichts weiter mit aufwerten. Denke ich. Aber ich habe eigentlich wirklich jetzt alles abgesucht in den Gebieten. Und dann nichts weiter gefunden. Okay. Also bevor ich jetzt in Kapitel 6 reingegangen bin. Okay. Macht es hier noch Sinn, was abzugeben? Können wir machen. Aber ich glaube, so viel bringt das nicht mehr. As they say, fine soil yields fine sprout. Leaving so soon. Do visit. Ja, das dauert noch ein bisschen. So. Jetzt gehen wir zum Endkampf, denke ich. Das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Ich dachte, da kommt es nicht mehr viel, aber da war doch noch eine ganze Menge dabei. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Oder ob wir da nochmal auf Crit gehen. Wir haben jetzt einen 19 Crit. Wir schauen uns das erstmal an. Also, reisen. Und dann gehen wir jetzt hier rüber, ne? Ich habe bestimmt irgendwo noch keinen Schrein geholt, wo noch eins wäre. Ich werde nicht ins New Game Plus gehen, dass wir notfalls nochmal was machen können, durchaus übersehen haben. Das würde aber dann deutlich später erst kommen, ne? Okay. Ich bin nervös. Der Secret Boss sitzt mir noch im Nacken. Die Schande. Oh, wartet, genau, das wollte ich gucken. Oder, also, wenn es auch ein ganzes Gebiet kommt, dann weiß ich auch nicht mehr, ey. Das war schon viel jetzt hier. Okay. Ich wollte ganz kurz Medizin herstellen, weil ich glaube, wir haben keine Lebenspastille mehr. Eine haben wir noch. Ich werde davon noch ein bisschen was machen. Ich glaube, das wird kein First Try.
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Da habe ich auch noch einen in der Hand. Würde ich auch so lassen, weil Flammenherz habe ich jetzt nicht mehr so viel. Davon habe ich unnormal viel an Ressourcen. Macht es Sinn, nochmal Fokus raufzupacken? Ich meine, auf Lager habe ich 3. Ich lasse das mal. Erhöht nach Verwendung für längere Zeit das maximale Mana beträchtlich. Ich lasse das mal noch. Davon habe ich leider nicht ganz so viel. Und damit mir das nicht passiert, kommt das auch wieder raus. Okay. Mal gucken. Mhm. Kann ich noch einen Moment nur? Wir gehen dann gleich hin. Vielleicht kriegen wir noch was Cooles hier. Nee. Also wenn es sowieso jetzt zu spät war, weil ich jetzt dieses Ganda abgegeben habe. This rock must be the stone egg that holds Wukong. I gave it a knock, but nothing happened. Maybe you should have a closer look. Okay, das machen wir gleich. Lass mich einmal ganz kurz in ein Tagebuch gucken. Und zwar das hier. Okay, hier gibt es auch gar keine Meditation. Ist auch nichts dazugekommen. Okay. Mhm. Ladebildschirm macht mich gar nicht nervös. Das Warten. Okay. Ich kann mit den Tipps erst nichts mehr anfangen. Also. You're here. We're here. Step aboard. Hey, old monkey. I hope this isn't a one-way trip, is it? Isn't all life a one-way trip? Once you embark on the journey, there's no turning back. What is this place? His memories. Days, he'd had an eye for the finer things and a will to wrest them from others. Laying his eyes on, then craving to seize their riches. No better than the black bear and Jinsha, I say. He can't have an eye for the finer things while the Buddha oversees the three realms. Well, I hardly think that's fair. How insatiable. Not content with his kingdom and title below, he asked for a position in the celestial court. But soon after his wish was granted, his joy turned to rage, all because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire celestial palace. Years fume at unfavorable news. As untamed and ungrateful as that yellow rat. Well, beasts are beasts, don't you think? He was young. He didn't know any better. Hadn't learned from the Buddha or our master yet. Aren't you being a bit harsh? Dredging up the scandals from his youth? Like his adulthood was any better. Since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. Yet his wee Frankenchurcher gave him away. Posing as an idol, he degraded the gods,
clear was his defiance of the doctrines he had learned. Well, he was just being naughty. Aren't all great achievers somewhat self-obsessed? Myself included. Nose in the air, feeling above others. I say he was no less insolent than that yellow-browed brat. Wait, isn't it that... the lady of some sort? It was her tricks that made Master drive Wukong away. On White Tiger Ridge, he forsook his love. Three times he broke her into pieces, convincing himself his heart would ache no more. Yet, as you must know, he had never let go of her. Otherwise, he wouldn't have been so eager to get away from the Buddhahood he attained. Those who talk much of love will one day bite their tongues. On this matter, he was akin to you and your many darlings. No matter where you are, you'd always fall captive to the web of mortal desire. Why bring me into this? True, I don't have the wits to break the web, but he had torn his way out since that day. Take a look, Bajie. Can you see? Yeah. Many of your good friends are here. We're just fair-weather friends, that's all. But they are still friends, aren't they? So you say, so it must be. These old buddies. I think none of them ended up well. Indeed. For ages, countless gifted souls have walked this earth. Yet of them, how few have forged everlasting greatness? Do you know why? Injustice? Never has it been just. Misfortune? Fortune is simply humility in the mighty. Well, mayhaps. They simply lacked my charm. Gifted they may be, yet strive they not. Content with little and lost in lust. Seek the ease, yet crave the renown. They yearn for freedom, yet aspire to Buddhahood. They always want both. Yet nobody can, and nobody should. Such was the folly of the Bull King. Ist das gespiegelt hier alles? Wukong. Destiny's favor calls for the resolution to sever all desires. You should mark well these words. Hold on. This can't be Wukong's memory. You're fooling us, aren't you? Five of the six relics call for one. Bajie, tell me which. Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Mind, it's mind. What did you just see? The three of us? That was the last one. I see now. It was you. I knew it from the beginning. You were the mind of Wukong all along. That's why you led us here. Not me. It's him. Don't make me laugh. Him? He is Wukong. Yes and no. Cut to the chase, will you? We didn't come this far for your riddles. After Wukong died, five of his six senses endured and were taken by the Yao Guai kings. Only his mind was lost. Mind is the first of the six. It's the essence unique to every life. Therefore, it's destined to fade away at life's end. Hold on.
You mean Wukong's gone for good, never to return? You old bastard! You've been lying to us all this time! That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor. One who shall carry on his name and nature. This chosen successor is the destined one. Nameless you were, yet perils and mighty foes you've braved to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukong's name? He's not! Sun Wukong is long gone! Deep down, you know he wasn't all that. Also, wir haben die fünf Sinne. Oh Gott, wartet. Hätte ich das nicht abgeben dürfen wegen den Secret Boss? This one, perhaps, shall bear the name in his stead. Den werden wir auf jeden Fall noch machen, den Secret Boss, keine Sorge. Jedenfalls muss ich das nochmal komplett durchspielen. Okay. Here, we can venture forth with you no further. This task is yours alone. Sun Wukong left behind a broken shell, stripped of all his six senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. If you truly are the one destined, you must cast aside his soulless shell and merge the six into one. Then, so nah, you shall be the one to begin the journey anew. No, not on his own. Mit den fünf Sinnen sind die Relikte gemeint, nicht das Garnschuh. I'll go with him. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. It allows only his relic bearer to face final ordeal. We can escort him no more. See it for yourself. Hear me, son! You can always run! You don't have to bear Wukong's name! Also wir müssen den jetzt besiegen, um den sechsten Sinn zu bekommen. Okay. Ach du Heilige. Also, ich kämpfe jetzt gegen mich selber. Was ist das hier? Oh Gott, das war nicht gut von mir. Oha, okay, alles klar, sorry. Mein Fehler. Ich komme nicht mehr hoch. Heilen. Oh mein Gott. Schieß mal ganz kurz. Scheiße. Dann müssen wir den machen. Oh nein. Nein. Hilfe! Aber guck mal, wie viel Schaden wir machen. Das ist okay. Nein. Warte. Ich mach nochmal Heilung. Ist mir egal. Können wir unterbrechen? Nein. Schade. Ich dachte, wir haben ihn. Das war nicht alles. Das, also wenn das der Endboss war, das ist nicht alles.
gehe ihm doch noch mal rein, Alter. Geh mal weg. Ich lass ihn mal machen. Okay, hab verstanden. Mein Fehler. Ey, woher soll ich denn sowas wissen wieder? Warte mal, warte mal. Komm ran! Unterbrochen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Heil doch mal! Scheiße! Was denn das ist? Ich muss so machen. Ist mir egal wie. Nein! Komm schon, Alter! Mach den hier! Oh nein. Oh shit. Oh mein Gott! Hilfe! 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 Okay, warte, 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 warte. Nein, nein, nein. Warte, warte, mach mal hier. Oh, 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 oh. Inventar. Mach schnell, bitte. Oh nein. Oh nein. Komm jetzt, verreck! Reicht doch jetzt auch! Wir haben's! Ja! Ey, sag mir nicht, es war Purse 2 hier der Endboss, das kann nicht sein. Es ist so geil gemacht. Ich zitter schon wieder. Wieso?
nicht so besiegt, aber ist egal. Ist das gut gemacht, Alter. Ich habe keine Heilung und nichts mehr. Oder sind wir das? Nein, das sind wir. Nein, das sind wir nicht. Ach du Scheiße. Oh nein, oh Gott, nein. Oh, das schaffe ich nicht. Sollen. Ist nicht schlimm. Oh mein Gott! Die Moves hab ich nicht! Heil! Nein, verpiss dich! Lass es! Scheiße. Nein, lass das. Lass das, Alter. Ich schwöre dir. Nein. Fähigkeiten mehr. Ich hab dich doch besiegt. Leben, Game Over, Alter, was denn jetzt schon wieder? Inventar. Mana. Wo haben wir hier? Eine Fokus brauche ich nicht.
Mana, habe ich das nicht? Macht! Wartet, ganz kurz nur. Nein. Hatte ich nicht auch was mit Mana gelesen? Das bringt mir nichts. Verbrannt. Ah. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich kann das nicht nehmen. Ich dachte, ich bekomme Mana. Ich habe doch irgendwas mit Tränke mit Mana gelesen. Habe ich das nicht hergestellt oder im Inventar? Das wundert mich gerade ein bisschen. Oh mein Gott. Wartet mal. Ich habe doch hier auch hergestellt, dass wir... Ach so, nein. Okay, wartet mal. Macht das Sinn. Lass mich kurz einen Plan machen. Der haut mir richtig eine rein. Habe ich genommen. Ich lasse ihn machen, ist egal. Ich brauche Verteidigung. Wie viel Macht habe ich? Oh, ist komplett leer. Wieso kann ich denn hier keine Verteidigung und sowas alles nehmen? Nein! Oh mein Gott! Lass es! Warum kann ich sowas nicht? Bitte erklär mir das! Warum kann ich das nicht? Ja. Nee, ist klar, ne? Ist mir egal. Grinder! Mann, ich komm nicht an ihn ran, ich bin zu langsam. Oh mein Gott. Ich krieg das nicht hin. I know it. Mir fehlt zu viel. Oh mein Gott, warum kannst du auf einer Wolke und ich nicht? Ich muss heilen. Egal. Was? Er nimmt er meine Heil. Er heilt sich selber. Alter, komm. Hallo. Ich kann nicht mal anvisieren, ich will verarschen. Wie wollen wir das hier machen? Ja. Einfach ja. Mann, komm her. Ja, ist okay, Alter. Schon klar. So, kann ich jetzt auch mal? Hallo. Das ist so lächerlich, Alter. Darf ich nicht, okay, alles klar. Sorry, mein Fehler. Ja, ist okay. Chill mal ganz kurz. Was ist denn das? Ich kann nicht mal die Tränke alle nehmen, die ich sonst habe. Definitiv habe ich Verteidigung. Das bringt mir ja alles nichts. Ja gut, sonst wäre auch zu einfach, ne? Ich glaube, ich muss nochmal. Heil. Muss ich machen. Oh mein Gott. Oh. Hallo. Chill ganz kurz einfach, Alter. Jetzt völlig aus, ne? Oh mein Gott, nein. Ich bleib da bestimmt nicht in der Mitte. In deinem komischen Riesenkreis, den ich nicht habe. Hm.
zu viel, Leute. Das hält mein Herz einfach gerade zur Zeit nicht mehr aus, Mann. Wirklich. Rein da, komm. Ja, das ist nicht so schlimm. Aber das ist halt, ich muss nicht, dass er so viele Phasen hat. Guck dir das an, was ist das? Das ist zu krass. Nein, 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 nein. Nein, nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg die Zeit nicht hin. Okay, wartet mal. Zwei. Oh Gott, das sind fünf Phasen. Muss ich aber nicht alle am Stück schaffen, oder? Ich muss sie aber nicht alle am Stück schaffen. Krieg ich nicht hin. Oh nein. Ehrlich. Lass mich mal ganz kurz was gucken. So, wir ändern das jetzt erstmal. Bin mir nicht sicher, ob ich darauf bleiben sollte. Oh. Jeder Schluck stellt 30% des maximalen Lebens wieder her, erhöht den Schaden des nächsten Angriffs beträchtlich. Wollen wir das mal ausprobieren? Aber der Schaden, also meine Heilung ist dafür zu beschissen dann. Nee, ich bleib darauf jetzt erstmal. Oder? Wartet, lass mich mal gucken. Schadenreduktion. Keine gute wird. So, Medizin herstellen. Was ist hier los? Oh mein Gott, ich hab davon einfach nichts mehr. Es erhöht Mana. Das erklärt einiges. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie oft kann man die denn benutzen? Warte, mal kurz gucken. Einmal. Ich mache auch erstmal nur einmal dann. Fokus zur Hand einmal. Drei auf Lager. Erhöht nach Verwendung den Angriff für längere Zeit erheblich. Was mit meiner Verteidigung? Wo ist meine Verteidigung hin? Ach so, weil ich die auf... Nee, warte mal. Warte mal. Nee, 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 nee. Hier. Schaden moderat. Beträchtlich. Davon können wir so viel herstellen. Wir machen mal wirklich mehr davon. Verstärkt nach Verwendung für kurze Zeit den Stand. Ich weiß nicht, was Standhaftigkeitseffekt bedeuten soll. Dass man halt nicht so schnell die Haltung bricht und dann da irgendwie rumgluckst. Warum konnte ich das aber... okay. Entfernt bei Verwendung sofort den Zustand verbrannt. Okay, wollen wir... dafür das mit reinnehmen? Der füllt aber nicht auf. Das ist halt das Ding. Er füllt nicht auf. Die Frage... Ich frage mich halt, warte, ich mach nochmal... So, wir haben davon so viel. Ich glaube, das kann man öfters benutzen. Davon haben wir noch genug? Ja. Oh, warte mal. Wie es aussieht, muss man das gar nicht alles schaffen. Habe ich das richtig verstanden? So, wartet mal. Kritische Trefferchance. Beschleunigten Aufbau von Fokuspunkten auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Schon was Besseres noch. Erhöht bei Freunden. Ja, aber. Ach nee, ich will nicht weiter runtergehen damit. Muss reichen.
Oh! Der hat gesessen! Der hat wehgetan, ne? Kommst du her? Wir wollen spielen. Der hat richtig wehgetan. Das hat ihm richtig wehgetan. Das ist gut gewesen. Oh mein Gott, Alter. Bitte! Ich komme nicht an ihn ran. Ich muss so machen. Geht nicht anders. Wen kriegst du jetzt? Und komm ran! Ich komme nicht hinterher, denn, ne? Dann mache ich den jetzt. Oh, das ist nicht wahr. Ich mach doch, hallo. Eins, zwei, ach Mann, ja, weil er es nicht einfach gleich macht. Ich halte getrübt, er will nicht. Ist egal jetzt. Hallo, ja, ist ja gut. Ich heile einmal. Wurst. Verpiss dich, du hast nichts mit deinen komischen Tränken oder was du da nehmen willst. Ich konnte es nicht genau erkennen, was du da gemacht hast. Damit kommen wir gut durch. Okay. Das kennen wir. Palim, palim. Es ist wirklich zum Heulen. Ich mein's wirklich ernst. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. 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 Jetzt. Hallo. Wo soll ich denn? Ich kann nirgendwo anders hin. Hallo, mach doch mal den hier, komm. Nicht geschafft. Ich mach den hier. Den hier. Und jetzt pass auf, Leute, pass auf. Hallo, hallo, no, Option, Option, Option. Ich will's ausprobieren. Wir kriegen Mana wieder. Okay, perfekt. Ja, nehme ich auch. Und ich muss nochmal Mana nehmen. Es reicht nicht. Ich muss nochmal Mana nehmen. Okay, jetzt. Nein, oh, reicht nicht mehr. Mein Fehler. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich sag jetzt 100 Mal heilen, Alter, wirklich. Okay, lieber auf ihn als auf mich. Was? Er hat es abgewehrt. Oder was? Was? Ne? Oh, nein! Heilen! Und ausweichen! Heilen! Warte, warte, warte! Mann, warum geht's denn jetzt? Oh, ich hasse, wenn er die Tasten nicht nimmt. Ich hasse das so sehr. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sehr ich das hasse. Dadurch kommst du denn halt, das macht es so schwer, Leute. Ich sag's euch. Das macht's einfach schwer, denn unnötig schwer. Ja, macht das. Einfach unnötig. Thank you.
Schuss nochmal. Das ist sehr ärgerlich. Das ist wirklich unfassbar ärgerlich hier gerade. Ich muss machen, es tut mir leid, ich muss das jetzt trotzdem machen. Nein, ich dachte schon wieder, Alter. Oh mein Gott. Macht es Sinn, nochmal einen Trank zu nehmen? Ich komme halt nicht an ihn ran, Alter. Das ist so ätzend. Das meine ich, das ist so ätzend. Warum kannst du mich trotzdem erwischen? Ich bin doch ausgewichen. Egal. Ich gönn dir. Behalt einfach. Egal. Mal weitermachen. Nicht so viel nachdenken, da funktioniert es besser. Wirklich, das ist doch... Ja, dann renn weg, ist mir egal, komm. Ich muss noch mal. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, ich springe auf seinen Stab. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich mache eine Jump Attack auf ihn und ich bleib auf seinen blöden... Ich bleib auf seinen blöden Stab hängen und damit verfehle ich ihn. Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Okay. Aber das erklärt jetzt, was den Boss schwer macht. Ist nicht schlimm. Kriegen wir hin. Okay. Mit dem mehr Mana hebe ich mir lieber für später denn auf. Medizin herstellen. Ich gehe das Risiko jetzt ein, dass wir es nochmal machen müssen. Indem ich raste. Ist mir egal. Das gefällt mir gar nicht. Das könnten wir machen, das können wir machen. Ich gehe darauf, dann machen wir nochmal richtig schön Crit. Fliegt raus, ist mir egal. Okay, was wollte ich noch machen? Habe ich davon noch? Ja. Aber ich habe von dem einen hier nichts. Wartet mal. Wartet. Medizin herstellen. Ich nehme dazu. Und davon habe ich noch einen. Das ist okay. Okay, bleib dazu. Gehe ich das Risiko ein? Ich gehe es nicht ein. Ich lasse es. Wieso? Achso. Ja, weil ich den Trank nicht hatte. Okay, das macht so einen Unterschied. Das ist Wahnsinn. Okay, dann weiß ich Bescheid, was ich machen muss. Alles klar. Komm doch rüber, Alter. Ich bleib bestimmt nicht in deinem blöden Kreis hier. Komm her. Dann bleib bei deinem Kreis. Ist mir egal. Ich bleib bei meinem. Das war gut. Das war sehr gut. Ich muss sofort den machen, weil er sofort mit der Scheiße ankommt. Wisst ihr, was ich meine? Das zieht so viel Mana ab, Alter. Ja, oh Scheiße. Das war nicht gut von mir. Nein!
Warte, ich hab einen. Das ist nicht schlimm. Eins, zwei, drei. Rein da, okay. Egal. Muss jetzt so reichen. Oh, ist das fies, Alter. Oh, sorry. Aber manchmal erinnern mich trotzdem noch, ne? Nicht in sein scheiß Feuer. Oh mein Gott, ich hasse das. Das ist Felsenfass, was er macht. Okay, verstehe jetzt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Chill ganz kurz, sorry. Option. Inventar. Fokus. Das mache ich eher zum Schluss. Habe ich nicht noch dieses Mana? Habe ich nicht mehr hergestellt, ne? Okay. Längeszeit, Schadenreduktion. Macht einen gewaltigen Unterschied. Oh mein Gott, ich hasse das, wenn das passiert. Nein? Okay. Ja, jetzt bin ich dran. Ich kann nicht komplett aufgeladen machen, den schaffe ich sonst nicht durchzuführen bei ihm jetzt. Nein. Okay, jetzt reicht's aber langsam. Ich krieg den Fokus-Ding nicht. Hallo, heil! Nein. Ich reg mich jetzt nicht auf. Ich reg mich jetzt nicht schon wieder auf. Hallo? Oh mein Gott. Sehr gut. Oh mein Gott, Alter. Was ist denn das? Nicht mittendrin, Alter. Das hasse ich wie sonst was. Oh mein Gott. Kriege ich nicht durch. Oh mein Gott, nein, nicht das schon wieder. Nein! Heil! Ich rüge jetzt halt noch den hier, aber okay. Das macht halt die Scheiße. Nein. Oh nein, es kommt dann den zweiten noch hinterher. Ah, du bist aus seinem Ohr gezogen. Ich hab's doch gesehen. Nein! Lass es! Was sollte das denn jetzt? Oh, das ist so fies. Eins. Dass er halt wirklich alles hat, ne? Das ist halt das Gemeine. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Du darfst wieder früher als ich. Du bist sofort da mit deinem Fokus, ohne einen Trank zu nehmen. Heilen. Oh Mann. Lass es doch, Alter. Kannst du eine Sache machen? Das ist so lächerlich, dass er das kann alles, ne? Ich muss weg! Scheiße, das war schlecht von... Oh Gott, das war Glück. Das war jetzt... Cash?
Oh, das war auch wieder Glück. So, jetzt. Mann, es ist nicht wahr. Okay. Jetzt machen wir ihn alle. Wir machen dich alle. Nein, nein, nein. Nein. Komm. Nein. Oh Mann, komm raus aus dem scheiß Kreis da jetzt. Oh, das war Glück. Hallo, oh Mann. Ich krieg's nicht durch bei ihm. Der ist nicht gut für ihn. Das ist nicht gut für ihn. Dafür sterbe ich jetzt, ne? Nur mal so am Rande. Ich glaube, es ist ein schlechter Zeitpunkt gerade. Ja. Wehe, du hast mir den jetzt abgezogen. Wenn du den nicht annimmst, dann zieh ihn mir nicht ab. War ein schlechter Zeitpunkt. Ich habe das noch im letzten Moment mitgekriegt. Dann war schon zu spät. Ja, es wird schon wieder dunkel hier. Es grisselt das hier hinten wieder. Wartet einen Moment. Hier das nächste Licht an. Sonst geht der Greenscreen nicht. Und runterdrehen. So. Ich hoffe, das geht. Hast du mir den abgezogen? Okay. Oh, ist das bitter. Okay. Ist schon in Ordnung. Muss ich jetzt schon machen? Hallo? Dreieck? Jetzt schon? Eins? Zwei? Drei? Jetzt? Nein! Oh, doch, geschafft! Okay. Oh, aber mir verfehlt. Er hat mich aber nicht verfehlt. Oh, das ist ja fies. Hat er doch sonst nicht gemacht, oder? Hallo, ich drück das. Ja, ist okay, dann mach ich den jetzt einfach mal. Ja, ist okay. Okay, ich muss nochmal. Ey, das ist doch scheiße jetzt. Ich drücke das halt, ich schwör's euch. Da weicht die Scheiße einfach aus. So, komm, jetzt presst das hier. Ist mir egal. Und scheiß auf diese paar Punkte an Mana jetzt. Oh. Ja. Was kannst du nicht? Komm, ich brauche eine Pause. Wird schlechter. Ich diesen Moves nicht drauf. Wir sind doch dieselben, Alter. Verpiss dich jetzt, Mann. Hallo? Ja. Unsichtbare Wand ist da wieder. Geht nicht weiter. Das ist die Ende von Arena. Ja. Ich muss nochmal. Das hat gerade gar keinen Sinn mehr. Alter, ich komm nicht mal weg von ihm dann. Ach. Nee, 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 das läuft gerade gar nicht gut. Hätte ich eingehen als Risiko. Ja, ist okay. Ist nicht schlimm. Willst du mir erzählen jetzt, ja?
Jetzt haben wir zwei Gebeise hier von denen. Ja. Also ich blick jetzt gar nicht mehr durch, wenn er hier zwei Kreise macht. Ja, danke. Dann lass mich doch aufstehen jetzt. Ich kenn doch deinen Move schon. Boah, Alter. Nee, ich muss eine Pause machen. Ich krieg grad nichts mehr hin. Es lief die ersten Male viel, viel besser als das jetzt hier. Wartet mal. Was ist, wenn ich jetzt bei dem hier wirklich ein anderes Moveset benutze? Ich krieg den Scheiß nicht mehr durch. Guck mal, das hier meine ich. Das ist aber halt voll aufgeladen, denn. Heilen? Ich muss heilen. Och Mann, hallo! Piss dich, Mann. Kannst du auch mal fertig werden mit deinem Move? So, du bleibst jetzt da stehen. Was? Er lernt immer mehr. Er lernt einfach immer mehr dazu. Das ist, was ich immer mehr bei Bossen fühle, Alter. Es wird einfach immer mehr. Komm hier, der jetzt. Ist mir egal. Komm her. Ja, er macht sich halt immer unsichtbar. Was soll ich machen? Und jetzt könnte ich ja den machen. Da muss man auch erstmal jetzt ein bisschen nerven, ne? Ja, mach mal dein Feuer wieder um dich herum. Genau so. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das, was mich nervt. Ach Mann, nicht aufgeben. Nein, nicht aufgeben. Doch gleich eine kurze Pause. Wenn ich den jetzt nicht hinkriege, es wird schlimmer. Ich muss den heute legen. Wovon habe ich denn so richtig viel? Bringt mir nichts. Die ganze Scheiße. Resistenz bringt mir nichts. Definitiv. Schadensreduktion hoch. Ist mir egal. Ach so, wieder eine unsichtbare Wand hier neben mir. Wisst ihr? Ich konnte deswegen nicht nach links ausweichen. Einer. Danke, dass es noch funktioniert hat. Das ist geil. Ja, das ist dir, ne? Hat diesmal nicht funktioniert, mein Schatz. Oh mein Gott. Noch ist alles gut. Nein, ich muss weg. Weg. Wartet. So. Ich hab noch Heilung. Verpiss dich. Mann, er weicht das aus. Ich muss was anderes nehmen. Ich muss einen anderen Geist nehmen. Das bringt gar nichts. Ich kassiere dafür dann nur am Ende. Ja, jetzt sehe ich gar nicht mehr, wo er ist. Das geht nicht. Das macht keinen Sinn. Wenn ich ja nicht mal mehr sehen kann, wo er ist. Nein. Okay. Ja gut, ich muss einen anderen Geist nehmen. Das geht immer ans Leere. Das bringt gar nichts. Gar nichts. Okay, was kann ich noch machen? Wie viel Schaden macht denn der? Ich brauche auch meine Reduktion, ne? Mal ausprobieren.
nicht gut. Oder? Naja. Oh doch, das ist sehr gut. Das können wir auch in der zweiten Phase lernen. Okay, weiß ich Bescheid. Das wäre definitiv eine Option. Und hoch. Er kommt jetzt. Okay, und weg. Das ist fies, dass er uns den Stab klaut. Den habe ich mir hart erarbeitet, Mann. Ich dachte gerade, er kommt auf uns zu, aber okay, dann doch nicht. Eins. Und ich spare Wand hinter mir. Und hoch. Okay, da hat nicht ganz funktioniert, ist nicht schlimm. Oh, diese Wände hier teilweise. Hinter mir wieder Wand, komm nicht weiter zurück. Nicht schlimm. Gefühlt habe ich auch richtig viel Ausdauer jetzt. Ja. Aber auch unendlich Ausdauer, ne? Unsichtbare Wand. Ich hasse das. Alter, ich hasse alles. Ja, ja, ja. Komm her. Nein. Verzweiflungstat, Alter, ich schwör's euch. Das war gerade einfach eine Verzweiflungstat. War nicht so schlau von mir gerade, wie ich das gemacht habe. Er hört nicht auf, Mann. Er steht direkt vor ihm. Was passiere ich jetzt? Ja. Hä? Wieso hat er mich jetzt auch eingefroren? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh! Ist nicht schlimm. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Ja, danke. Mhm, danke. Darf ich kurz heilen oder nimmst du mir das jetzt auch noch weg? Nimmst du mir das jetzt auch wieder weg? Darf ich bitte aufstehen? Er eliminiert einfach meine Attacke. Wieder mal. Schon wieder. Ich konnte nicht abbrechen. Ich hab's versucht. Ich hab eine Attacke gemacht. Oh mein Gott, ich muss den machen. Lass ihn machen. Ausweichen, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch halte. Hält das die Ringe? Oh mein Gott, ich hasse, wenn er diese Phase einläutet. Er macht irgendwas da hinten, ich sehe es. Er hat auch was gemacht. Ich muss den machen, ist mir egal. Ich mache einen Heiltrank. Ein bisschen Mana wiederholen.
Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das ätzend, Alter. Ich sehe ihn nicht. Ist okay. Ist nicht schlimm. Ist okay. Macht nichts. Ich bin so fies, dass du das kannst, Alter. Und so vor allem endlos, ne? Jetzt holt er mich wieder von oben runter. Pass auf. Merkt ihr? Oh Gott, jetzt kommt die Duplikate von ihm. Er hat auch was machen wollen gerade. Ich hab's gesehen. Ist weg. Jetzt. Jetzt. Das ist eine richtig gute Taktik, Alter. Ich sag's euch. Oh nein. Warum mitten im Wechsel, Alter? Das muss doch echt nicht sein. Okay, okay, okay. Er macht schon wieder so eine Scheiße hier. Einmal heilen, ist okay. Oh Gott sei Dank, ich dachte, jetzt macht der wieder diese Scheiße mit. Dass er mir das einfach wegnimmt. Wegnimmt. Ich muss den machen. An. Das fühlt sich wirklich deprimierend an. Oh Gott. Nein, 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 bitte. Ach, jetzt komm. Jetzt komm, den Rest hier machen wir noch. Nein, ey, ist nicht dein Ernst jetzt. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Schicksalhaftes Duell. Dass er, dass die eine einfach nur unterbrechen können, alles ausweichen können, das fühlt sich so unbelohnend an, wenn es daneben geht. Alter. Wenn es auch eine Phase kommt, mach ich aus. Ich kann nicht mehr. Wenn es auch eine Phase kommt, mach ich aus. Okay, aber ich weiß jetzt, was der Fehler war. Der Geist ist einfach absolut Quatsch gewesen, den ich da genutzt habe. Der ist viel zu langsam und macht keinen Schaden. Nein, bitte nicht noch eine Phase. You must have heard tales about him. Some say he helped Tongue Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood. And stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say
It was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the West. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. But now, you will hear a tale which no one has ever known. Okay. Also wir sind ja in den Stein reingegangen, demnach. Und jetzt sind wir wieder im Stein gefangen. Okay, ich verstehe. Also, ich hoffe, es gibt kein Copyright schon wieder hier. Wirklich viele Copyright bei dem Spiel. Also wie ich das verstehe, ist das so, dass wir jetzt wieder in diesem Stein gefangen sind. Wir konnten uns nicht befreien. Und demnach war das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, gar nicht wir, sondern unser vorheriger Auserkorener, so gesagt. Und wir warten jetzt eigentlich dann demnach da nur darauf, dass wir jetzt einen Auserkorenen haben, der weise wird, nicht mehr so diese menschlichen Fehler hat, um sich einzureihen, so gesagt, um und dann nicht mehr gefangen zu sein. So habe ich das jetzt aufgefasst. Also es ist nicht wirklich jetzt die wahre Geschichte, wie sie ursprünglich war, hier in dem Spiel, sondern das ist eher so die Geschichte, so auf Eigeninterpretation. Weiß ich nicht. Ist für mich jetzt nicht unbedingt die Reise nach dem Westen, muss ich ehrlich sagen. Also wir werden halt immer wieder den neuen Zyklus erleben, was wir in Kapitel 5, glaube ich, erklärt bekommen haben, dass wir ja bereits schon diese Leute eigentlich kannten, gegen die wir gekämpft haben. Und diese Charaktere, die kannten wir aber selber gar nicht, weil wir halt der neue Auserkorene waren. Und so geht's halt ewig weiter. So habe ich das jetzt verstanden. Okay.
Das bedeutet, also ich hoffe, das stimmt, was mir gesagt wurde, dass wir noch jetzt das Secret Ende machen können. Wieso ruckelt das jetzt hier? Hallo? Das ist ein Abspann. Also ich würde das behaupten, dass dieses, dass wir jetzt nicht ins, wenn wir nicht ins NG Plus gehen, jetzt immer noch den Secret Boss machen können, weil mir das so erzählt wurde. Ich habe gerade nochmal gefragt gehabt bei einem Kumpel, der das schon durchgespielt hat, alle N. Ich glaube, es gibt nur zwei. Und dann versuchen wir jetzt nochmal den Secret Boss zu machen. Und ich glaube, wir müssen dann nochmal gegen ihn kämpfen, gegen den Endboss. Und dann sehen wir ein anderes Ende. Es lässt sich schon erahnen, um was es dann geht, weil es wurde ja immer gesagt, Good Ending, Bad Ending. Denke ich mal, liegt das eigentlich auf der Hand, was denn passiert. Ja, aber das werde ich in Ruhe machen. Ich bin jetzt nämlich erstmal vorübergehend nicht da. Ich habe das alles jetzt vorproduziert. Ich hoffe, dass das zeitlich passt, dass ich dann direkt im Anschluss noch das zweite Ende zeigen kann in der Folge mit dem Endboss. Da werde ich aber dann, also den Secret Boss, dann werde ich den Endboss zum Schluss nur noch reinschneiden, weil wir haben es jetzt hier gesehen. Das ist, glaube ich, nur dasselbe. Sollte es was anderes sein, dann lasse ich es natürlich drin. Und ja, das Spiel finde ich einfach wirklich sehr gut gelungen. Das Einzige, was mich hier wirklich zur Weißglut mit der Zeit gebracht hat, waren diese Tränke nehmen mit dem Schnellbefehl. Es hat einfach nicht richtig funktioniert. Seit dem letzten Patch, der jetzt rausgekommen ist, ich glaube, der kam es am 16.09., habe ich das Problem, dass ich, wenn ich Y drücke, beziehungsweise an der PlayStation Dreieck drücke, dass er das manchmal einfach nicht akzeptiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich jetzt hier an der PC-Version liegt. Das habe ich auf jeden Fall das Problem jetzt gemerkt. Oder auch halt die RT-Taste. Ja, aber ich finde, das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Wir haben hier schon Spiele auf dem Kanal gespielt, AAA-Games, die wirklich nicht ausgereift waren. Und da finde ich das hier schon echt in Ordnung. Also über Tränke jetzt meckern ist für mich ein ganz klarer Kritikpunkt, aber das ist halt noch, was man verknuspern kann. Und ich glaube, die werden auch in Zukunft daran arbeiten. Man muss ja auch sagen, das ist ja ein Spiel, welches von Entwicklern gemacht wurde, die sonst Mobile Games wohl nur machen. Und die haben hier wirklich sehr viele Jahre dran gearbeitet und das zu Recht. Es gibt Ruckler. Ich habe verschiedene Sachen jetzt schon versucht einzustellen. Es ist immer wieder, sieht man jetzt auch hier im Abspann, aber es läuft an sich sonst wirklich flüssig. Ich habe jetzt da jetzt nicht so das Gefühl gehabt, wie bei manchen AAA-Games, wenn du in der Nähe von Wasser warst, dass du einfach gar nicht mehr dich drehen konntest im Spiel. Aber das ist jetzt, ich denke mal, die werden daraus lernen, die werden sich verbessern. Es gibt ja auch noch den DLC, was kommt. Vielleicht haben sie da auch schon einiges abgeändert. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Probleme dort auch weiterhin bestehen bleiben, weil die daran wahrscheinlich auch schon lange arbeiten, an die DLCs. Ich glaube nicht, dass sie jetzt in einem halben Jahr schnell ein DLC raushauen. Einfach nur mal so, wo sie hier dran wirklich viele Jahre gearbeitet haben, wo viele es als Gerücht gehalten haben, dass das Spiel überhaupt existiert. So. Die Bosse waren überwiegend wirklich einfach. Ich hatte an sich in den Kapiteln keine Probleme. Kapitel 6 war für mich ein Problem. Ich war da ein bisschen überfordert mit diesem fast schon Open World. Es gab 4 Bosse, die mir das Leben sehr schwer gemacht haben. Wie gesagt, den einen müssen wir noch legen. Das war zum einen der Tiger, wo ich zum ersten Mal davor stand. Dann musste ich später wiederkommen. Der hat mich auch komplett auseinandergenommen. Dann war das der gelbe Long. Da bin ich auch weggegangen, damit ich einigermaßen cool bleibe und später wiederkomme. Hat auch funktioniert dann. Dann ging es auch relativ schnell, weil ich einfach höher gelevelt war. Und ja, der Secret Boss, den ich versucht habe, das ist das erste Mal auf meinem Kanal, dass ich einen Rage Quit mache. So richtig. Ohne Tschüss zu sagen oder irgendwas. Das tut mir leid. Ja, also an der Stelle tut mir wirklich leid, dass es eine Folge ist, wo ich mich komplett vergessen habe. Für mich der schlimmste Boss in diesem Game. Zweitschlimmster Boss auf jeden Fall der Endboss hier. Der Endboss hat mir jetzt auch nochmal richtig zugesetzt. Die ersten Phasen, alles kein Problem. Die letzte Phase, und ich habe zu spät erst gemerkt, Entschuldigung, mein Greenscreen kribbelt wieder da hinten vor sich hin. Ich habe sehr spät erst gemerkt, dass wir eine zweite, also in der letzten Phase, eine ganz andere Waffe wieder haben. Obwohl wir die Szene ja gesehen haben, dass er uns die Waffe abgenommen hat. Und er hat mit unserer Waffe gespielt. Und das hat ihn so schwer gemacht. Schweinebacke. Schweinebacke. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir ich hoffe, dass es keinen Copyright-Claim gibt. Ansonsten sollen sie mein Geld behalten. Ist mir auch egal.
Ich finde es immer schade, wenn die Musik rausgemutet wird hinterher. Deswegen, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Weil ich jetzt zu Hause bin, muss ich es halt so hinnehmen dann. Auserkorena, du kannst jetzt einen neuen Zyklus beginnen und erneut auf eine außergewöhnliche Reise nach Westen aufbrechen. Im neuen Zyklus behältst du die Stufe Talente, Rüstung, Waffen, Zauber, Gefäße, Verwandlungen und Geisterfähigkeiten, die du im vorherigen Zyklus gewonnen hast. Den Storyfortschritt und die damit zusammenhängenden Schlüsselgegenstände musst du allerdings erneut freischalten. Ja, okay. Also davon, da reden jetzt davon, dass man in die Gebiete kann, diese geheimen Gebiete, muss man alles neu machen. Den Rest kann man behalten. Mach dich bereit, denn die Gegner, denen du auf dieser Expedition begegnest, werden dich vor noch größerer Herausforderung stellen. Also. Okay. Darauf werden wir definitiv nicht gehen, okay? Wir gehen darauf, Reise fortsetzen. Auf gar keinen Fall darauf. Reise fortsetzen. Ich möchte jetzt, bevor ich euch jetzt hier irgendwas verspreche, was am Ende dann vielleicht gar nicht funktioniert. Ich habe ja jetzt die Skada-Kugeln abgegeben und habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht, dass wir die vielleicht trotzdem noch brauchen für den Secret Boss. Wir brauchen eigentlich nur die Gemälde, aber ich bin mir nicht sicher. Weil mit diesen Skada-Bäumen sind wir ja auch in die Secret-Gebiete, in den anderen Gebieten gekommen. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, ganz ehrlich. Okay. Lass mich das mal eben prüfen, okay? Reisen. Nee, ach Quatsch, oh, drei. Ich habe jetzt gerade einen Schock gekriegt, weil es nicht da ist. Okay. Okay, es funktioniert, wir können dahin. Grüße gehen raus, danke für den Hinweis. Hab ich so meinen Kumpel gefragt und er hat mich auch sehr lange nicht verarscht. Was hätte ich jetzt gesagt, dann müssen wir halt ins ND Plus gehen. Dann hätte ich jetzt auch mal alles hier durchgespielt. Offscreen und dann, bis wir hierher kommen und dann das gemacht. Okay. Obwohl NG Plus bei dem vielleicht auch nicht die schlauste Idee ist. Okay, dann machen wir das so. Bleibt jetzt so. Ich will jetzt leider nicht so in die Länge ziehen. Ich kann das Spiel wirklich sehr, sehr gut empfehlen. Es ist sehr knackig. Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad oder so. Die meisten Bosse sind aber wirklich gut zu machen. Für mich, wie gesagt, diese vier Bosse waren für mich jetzt die Hölle. Und einer ist davon noch offen. Und ich hoffe, dass es zeitlich bei mir der Plan jetzt so hinkommt, dass ihr nicht so lange auf die nächste Folge warten müsst. Weiteres findet ihr dann im Community-Tab bei mir. Solltet ihr jetzt da euch wundern, dass da nichts kommt, es liegt einfach dann daran, was ich als Information rausgebe. Hat jetzt hier in dem Video nichts zu suchen. Okay, dann würde ich sagen, wir haben das Game auf jeden Fall erstmal die Hauptstory komplett durchgespielt. Vielleicht kann ich auch noch mal ein paar Sachen nachholen, wo ihr sagt, da sollte ich noch mal gucken gehen. Aber ich glaube, wir haben soweit alles durch und ja, ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.